Ich hab dafür kein Verständnis. Hip bekommt immer mehr an Bedrängnis, denn die Erkenntnis, dass geistlose Zeiten heutzutage getrennt ist, halten viele für selbstverständlich und das lässt mich leben wie ein Gefängnis. Doch ich kämpf mich in die Freiten, meine Zelle zu eng ist, denn ich spreng mich nach draußen und verdränge den Haufen, denn ich denke wie tausend MCs, die verkackte Klänge nicht brauchen. Man könnte auch sagen, dass ich euch um Längen voraus bin, weil viele Querschläger legen ständig einen Stau hin. Aus dem Auge, aus dem Sinn, ihr seid der Zong und nicht der Hauptgewinn. Wie ein fetter Checkpot, rennt besser weg sonst. Für uns wie heftige Crackbongs, da kann's passieren, dass ihr gar nicht mehr vom Fleck kommt. Eure Unfähigkeit steckt schon in ersten Zeilen eure Rap-Songs. Ich hingegen perfektioniere meine Bestform. Bestform. Ob rein ein MC, der krass zu was mehr Last verträgt. MC, der krass zu was mehr Last verträgt. MC. Identischer Mike vertreten ständig Repräsent. Mein Rap-Bild ist ausgefüllt wie ein Hulkan. Der Wert eurer CDs waren höher, als sie noch roh waren. Weil den hat es so lahm wie 7-2 beim Pokern. Das ist eine Sache, die nicht nur ich begreife, es ist einfach scheiße, denn es dreht sich immer nur ums gleiche. Ghetto, Knassen, Streifenwagen, alle anderen sind dran Schulden haben. Scheiß, wie sagen, ich hab dazu keine Fragen. Spessel rappt auf Zeichensprache, den gäbe es für eure Scheißgelabre. Ein Preis hättet ihr die Meisterschale. Toy sein ist keine Gabe. Und ich bin mir sicher, dass ich mit meiner Aussage keine Zweifel trage. Und das so 100%, man könnte denken, dass eure Zungen klemmen. Und wenn ihr bettet, hört sich das an, als ob es eure Lunge zersprengt. Doch mich persönlich wird es freuen, wenn ihr ganz unten necken den Scheiß mitnehmt, den ihr Rap unternennt. Den ihr Rap unternennt. Ich verteidige meinen heiligen Schein mit die heiligen drei. Heiligen Schein mit die heiligen drei. Ständischer Mike vertreten. Überzeugt. Überzeugt von seiner Geschichte.